Du kennst das sicher. Du hast auf diesem langen Par 4 endlich einmal zwei tolle Schläge gemacht und liegst kurz vor dem Grün, hast einen kurzen Chip zur Fahne, einen ganz normalen Standard-Chip und du vermasselst ihn komplett. Du haust vor den Boden rein, du toppst ihn und das Loch ist trotzdem verhaut. In diesem Video zeige ich dir, wie der Standard-Chip funktioniert und wie du diesen ganz, ganz leicht erlernen kannst. Ein Standard-Chip ist wirklich nichts Schwieriges, wenn man mal versteht, worum es geht. Das erste Mal, was man verstehen sollte, ist, dass man bei einem Standard-Chip die Sohle hier unten verwenden sollte. Viele Hobbygolfer beginnen, den Schläger viel zu weit nach links zu neigen. Ich weiß nicht, früher, wie ich zum Golfspielen begonnen habe, vor vielen, vielen Jahren, hat es immer geheißen, der Ball soll beim rechten Fuß liegen, der Schaft soll ganz weit nach links geneigt sein und man soll dann so chippen. Das Problem eben an dieser Technik ist, dass man eben hier diese Kante hier, die Führungskante, präsentiert, den Boden präsentiert. Und wenn man jetzt nicht ganz genau auf der richtigen Stelle den Ball bzw. den Boden trifft, dann bleibt man hängen. Ja, und dann stellt man sich mit dieser Technik hin, der Schaft ist stark nach links geneigt, der Ball ist rechts und dann hackt man den Boden rein, so wie ich jetzt ungefähr, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, das kann halt passieren und das ist gar nicht notwendig. Und zwar, wenn man hier beim Chippen den Bounce verwendet, den hier, dann kann der Schläger, auch wenn der Ball vielleicht nicht optimal getroffen wird, sprich man trifft den Boden vorher, dann kann der Schläger hier trotzdem noch irgendwie durchgleiten. Ja? Wenn man eben die Kante zu weit aufgestellt hat, also den Schaft zu weit nach links, dann bleibt man hängen. Das heißt, dass du den Schaft beim Setup nur leicht nach links neigen sollst und nicht exzessiv. Also so wie ich jetzt hier habe, das reicht wahrscheinlich, das sind vielleicht 15 Grad. Ich bin hier vielleicht auf der Innenseite meines linken Oberschenkels, wenn du eine visuelle Merkhilfe brauchst. Und der Ball, die Ballposition, die liegt genau mehr oder weniger in der Mitte meiner Füße. Mehr oder weniger sage ich nur deswegen, weil sie kann auch ein bisschen links davon liegen oder auch ein bisschen rechts davon liegen. Wobei meine Präferenz ist es, den Ball niemals weiter rechts als die Mitte zu haben. Dann ist garantiert, dass du die Sohle des Wedges verwenden kannst oder des Schlägers verwenden kannst, das du gerade verwendest und nicht so leicht hängen bleibst. Wenn du nun die Ballposition in der Mitte hast und den Schaft leicht nach links geneigt hast, dann ist es jetzt wichtig, wie breit du stehst. Und zwar, du möchtest nicht zu breit stehen, denn ein zu breiter Stand bedeutet, dass man Power erzeugen kann. Beim Drive steht man ja breiter da, das bedeutet, dass man den Druck nach rechts verlagern kann und nach links verlagern kann und das erzeugt Schlägerkopfgeschwindigkeit. Der Chip ist aber ein schwacher Schlag. Der Chip ist ein Schlag, wo du eigentlich die Power rausnehmen willst. Du willst ihn eigentlich künstlich schwach schlagen. Und wenn du schwach schlagen willst, musst du eng stehen. Und deswegen empfehle ich dir eine Standbreite von ca. 2 Schlägerkopfbreiten hier. Denn wenn du zu eng stehst, dann ist das Problem, dass du dann später nicht mit dem Körper nach links swayen kannst. Zu dem komme ich noch. Aber zu breit ist auch nichts. Wie gesagt, ich unterrichte ganz gerne 2 Schlägerkopfbreiten und ich bin immer sehr gut damit gefahren und meine Schüler auch. Ich empfehle dir, das auch so zu machen. Nachdem nun der Ball in der Mitte liegt, circa, der Schaft nur leicht nach links geneigt ist und die Standbreite 2 Schlierkopfbreiten beträgt, möchtest du dann das Brustbein, den Brustkorb hier, hier wo ich das Mikrofon habe, ungefähr 5 bis 10 cm nach links bewegen. Also ich gehe nur hier oben 5 bis 10 cm nach links. Ich versuche jetzt nicht, mein Becken irgendwie künstlich nach links zu bewegen. Häufig sehe ich, wenn man Hobbygolfer sagt, sie sollen das Gewicht nach links verlagern, dass sie das dann so machen und dann bekommen sie diese Wirbelsäule, die nach rechts geneigt ist. Und du kennst dich aus einigen anderen Videos von mir, dass das für mich eine der größten Todessünden im Chippen ist. Du wirst eine relativ neutrale Wirbelsäule haben und wirst sogar vielleicht das Gefühl haben müssen, dass die Wirbelsäule etwas nach links geneigt ist. Und wie gesagt, wenn du den Brustkorb alleine nach links bewegst, ca. 5 bis 10 cm links vom Ball, dann hast du automatisch mehr Druck auf dem linken Fuß und du bekommst auch die Schulterebene neutral. Du wirst eben nicht so stehen, zur Erinnerung. Und was das bewirkt ist, dass man jetzt steiler aufschwingen kann. Du siehst, dass ich den Schläger mehr hinaufbringe, steil hinauf, aber nicht deswegen, weil ich jetzt, den jetzt irgendwie künstlich über die Hände darauf bringe, sondern weil mein Körper weiterhin in die Linkskippung geht. Das heißt, ich bin ja schon gefühlt im Setup leicht links gekippt und jetzt kippe ich nochmal nach links und dann geht der Schläger rauf und so kann ich mit genug Eintreffswinkel den Ball und den Boden
zur selben Zeit treffen. Das ist eine gute Vorstellung, finde ich. Also du wirst den Boden unter dem Ball treffen, dann bekommst du in der Regel einen sehr, sehr guten Chip. Ball in der Mitte, Brustkorb links, zack. Perfekter Chip. Es geht weiter. So, wenn du jetzt richtig beim Ball stehst, dann kannst du jetzt noch eine Menge verhauen im Schwung selber. Das eine ist die Schwungbahn, dass man beginnt, diese zu sehr nach hinein zu bewegen, also zu weit nach hinten. Du möchtest eben ein bisschen gerade zurückgehen, das kriegst du eben durch diese Linkskippung. Und das zweite, was du wirklich eklatant falsch machen kannst, ist, dass du deinen Brustkorb oder dein Gewicht oder Druck oder wie es auch immer nennen willst, im Rückschwung nach rechts swingen lässt. Oder sogar den Körper oder den Kopf auf derselben Stelle lässt, weil das reicht beim Chippen nicht. Du musst tatsächlich bei einem Chip, einem Standard-Chip, deinen Körper bereits im Aufschwung, in dem Moment, wo der Schläger weggeht, etwas nach links bewegen. Und das machst du die ganze Zeit. Du musst dir das so vorstellen wie bei einem kleinen Würfchen. Ja, wenn du deinen Ball nimmst und den gefühlvoll werfen willst, dann würdest du ja hergehen, würdest ausholen und würdest in der Sekunde, wenn du den Ball werfen willst, mit dem ganzen Körper nach vorne gehen. Das heißt, es gibt keine Bewegung nach hinten. Du gehst immer nur nach vorne und dann wirfst du den Ball gefühlvoll weg. Beim Chippen stehen wir nicht so beim Ball, sondern ja seitlich. Und jetzt musst du dir halt eben vorstellen, wenn du dieses Würfchen machst, dass du eben dann hier, wenn du hier aufschwingst, bereits nach links gehst und dann bekommst du eine sehr, sehr gefühlvolle Bewegung mit einem sehr guten Kontakt. Denn wenn du nämlich das nicht machst, dann bist du in der Gefahr, dass du eben im Körper nach rechts gehst und dann vor einen Boden reinhaust und dann entstehen diese furchtbaren Katastrophenergebnisse. Mit welchem Schläger sollst du chippen? Nun, es kommt darauf an, auf das Flug- und Rollverhältnis. Aber einfach, dass du eine Idee bekommst, mit einem 52-Grad-Wedge, so wie ich es habe, das ist ein sogenanntes Gap-Wedge, ein Schläger, der zwischen einem Sandwich und einem Pitching-Wedge liegt, mit dem hat man meistens ungefähr, mit der Technik, die ich da gerade gezeigt habe, ungefähr ein 1:1-Verhältnis. Das heißt, ein Teil Flug, ein Teil Roll. Und wenn du dann zum Beispiel ein Eisen 9 nimmst, dann wäre es zum Beispiel ein Verhältnis 1:3, ein Teil Flug, drei Teile Roll. Und bei einem Pitching Wedge dazwischen ein Teil Flug, zwei Teile Roll. Ich habe da übrigens noch ein Video dazu gemacht, das kannst du dir hier oben anschauen. Wenn du Lust bekommen hast, mehr über das kurze Spiel zu lernen, da gibt es eine Playliste von mir, die siehst du hier oben. Da sind ganz tolle Videos zum Thema kurzes Spiel, da kannst du viel lernen und wir sehen uns dann hoffentlich gleich drüben. Tschüss!